Mach den Toad jetzt hier los. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, weil der zweite Gegner... Oh, jetzt macht den Toad eben. Nix da, zurück. Oh, es dauert, bis das Dungeon als Toad ist, ja. Na los, macht den Toad jetzt hier. Oh, das dauert wirklich schon ewig. Oh. Er denkt nur ans Ködern da Arsch. Ja, der Virus hat nicht wirklich viel gebracht jetzt. Ich will gar nicht wissen, wie es hier unten aussieht. Naja, okay. Los, jetzt macht den Toad. Ja, endlich. So. Jetzt gehen wir auf Line Nummer 2 über. Ich hoffe mal, die heilen sich jetzt noch ein bisschen hier. Nichts zerstören. Jetzt kommen die nämlich angeschissen hier, da muss man ein bisschen aufpassen hier. Ja. Der Vampir, der ist doch nicht mehr sauber, ey. Haben wir denn überhaupt den verloren? Zwei haben wir verloren. Oder ein. Zwei. Oh, die Drachen sind böse. Die sind böse. Oh, da können wir ja schon mal ein bisschen... Mann, das nervt. Oh, dieser scheiß Wind, ey. Oh, ist das ein Geruckel. Ich hoffe, ich überlebe das. Das ist so ein blödes Scheißgeruckel. Sorry, aber... Da kann doch keiner mehr spielen hier. Wie viel sind denn das noch? 21 Kreaturen, die haben den Arsch offen, ey. Wie viel hat denn der hier? Meist relativ schwache Kreaturen, aber... Oh Mann, ich habe schon ein paar Verluste. Dieser Fettsack vor allen Dingen, ey. Oh, ist das ruckelig. Die Drachen sind wirklich fies, ey. Ich
Scheißkämpfe hier. Oh, eine Zauberarmee hält noch aus hier. 16 Zauberer, bestimmt doch noch ein paar mehr. Weil der Gegner ohne ordentlich mithält, ey. Die Drachen sind wirklich richtig fies, ey. Mann, Mann, Mann. Und die Zehe. Und die greifen hier unten an die Säcke. Oh, je weniger das werden, desto besser. Oh, das, die Drachen, das ist so richtig nervig. Weil das sind die Säcke, die sich ja dauernd heilen. Da muss man wirklich schon mit Zaubersprüchen nachhelfen hier. So, ich hoffe mal, das war's jetzt hier. Ganze halbe Dungeon schon von mir erobert hier. Oh. Oh, der hat sogar Items hier. Auch nicht schlecht. So, der hat jetzt noch zwei Kreaturen. Die ballern ja alles drauf hier, ey. Das finde ich ja geil, dass die alle innerhalb von einem Fleck stehen hier, 16 Zauberer oder so. Sechse machen ja schon gar nicht mehr. Ja. Die sind hier mit Meteoriten, Feuerbälle, irgendwelche Dämonen schleudern, irgendwelches kleines Zeug, alles mögliche. Oh, da saugt ein bisschen aus hier. Der Vampir ist fast unsterblich. Noch geht's dir gut, du Arsch. Aber bald nicht mehr. Das Kriegsgeschrei jedes Mal. Oh, jetzt kommt ein Zauberer Level 2. Oh, keine Chance. Blutet ordentlich aus. So. Das waren die letzten Kreaturen. Und das war auch gleich. Ja. Zwei Ims waren noch gebaut vorher. Ja. Feierabend, sage ich da jetzt mal für den Gegner. Ja, da muss man wirklich konsequent durchziehen hier. Ich dachte schon, ich verliere einen Haufen Zauber jetzt, aber nö. Da waren die Gegner gar nicht, bis auf die scheiß Drachen von denen, die waren richtig nervig. Aber ansonsten, wir müssen jetzt hier hoch noch. Ich glaube, hier oben ist noch ein Blitzfalle in so einem Rotz. Was sind da hier eigentlich Kreaturentransfer? Das ist sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine verbotene Welt gibt. Hier ein ach, vergessenes Königreich, meine ich schon. Oh, der hat schon ein bisschen einen größeren Dungeon wie die anderen. Ein Haufen Bibliotheken, ey. Das ist schon krass. Ja, oh, der hat wirklich fast seinen ganzen Platz voll hier. Also nicht mal viel übrig, was so platzmäßig ist. Selbst hier oben hat er irgendwas. Warum ich nie was da hier oben wollte. Ah, bestimmt das Gold abgebaut. Naja, soll er doch machen. Ja. Die beiden Gegner jetzt Geschichte, zum Glück. Hier unten hat er sich komischerweise nie vorgetraut. Naja. Der erste Gegner nicht so das Problem gewesen, aber. Ja. Der zweite dann schon eher.
Und der war ordentlich stark, muss ich sagen. So verglichen mit dem ersten. So. Es wird nur langsam mal Zeit. Was machen die denn hier überhaupt? Oh Gott. Der macht auch nichts mehr hier, der Arsch. Soll trainieren.